Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen, ist kostenlos. Und dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Außerdem lasst doch gerne auch eine Bewertung auf dem Video da und schreibt etwas in die Kommentare, würde mich ebenfalls wirklich extrem supporten. Sagen wir, schauen uns jetzt den Item-Shop an und heute haben wir den Agent des Chaos wieder drin. War ja im Prinzip mit diesem Halloween-Paket ins Spiel reingekommen. Jetzt auch tatsächlich nach Halloween, das heißt, es ist kein Halloween-exklusiver Skin. Dadurch wird er auch nicht ganz so selten sein. Hat noch eine zweite Variante hier, den Mordor-Skin. Dann haben wir dazu die Chaos-Sense. Und die schwarze Schleim-Lackierung. Dann haben wir noch die freche Wurst. War auch schon relativ lang nicht mehr im Shop drin. Jetzt auch erst das zweite Mal. Mit so einer Cappy und einmal ohne Cappy. Und dazu haben wir tatsächlich ein kostenloses Contrail, was man eben halt mit dem Skin dann zusammenbekommt. Hier einmal Würstchen, die so runterhängen. Als nächstes haben wir die Sakria als Engelskin. Dazu die Himmelschlackierung mit einer ganz leichten Animation, sieht man aber tatsächlich relativ wenig. Dann noch die Tugendspitzhacke, die männliche Version oder die Gegenteilversion, einmal in männlich und dann eben halt als Dämon. Hier der Melkor und dann noch dazu die passende Spitzhacke Böser Blick. Dann haben wir als nächstes noch die Überlebenskünstlerin als klassischen Starter-Skin aus Rette die Welt. Ich glaube, das ist einer der ersten Skins, die man eigentlich dort bekommt. Dann haben wir noch den Wackeln-Emote. Die Kaktuspose, heute natürlich auch wieder mit dem passenden Skin dazu, und zwar die stachelige Streiterin, die dann eben halt wirklich wie ein Kaktus aussieht, wenn man diesen Emote macht. Dann haben wir noch die beschlagene Hacke, ist relativ häufig im Shop, nichts Besonderes. Und dann noch den Pizza Party Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video, ciao.